Ja, ganz herzliches Willkommen zu unserem ja ganz kurzen Abschluss der letzten 4 Wochen und dann dem Start eines ganz neuen Themas. Und das neue Thema geht um Peer Learning, richtig groß denken. Aber erst nochmal zurückblickend auf die letzten 4 Wochen. Wir hatten ja wirklich interessante Unternehmen dabei. Ich kann mich erinnern, Spirit Link mit Cornelia Dietz und dem Paten Jochen Robes. Da ging es darum, mein Lernen gestalte ich, also so selbstgesteuertes Lernen in einer Agentur. Dann hatten wir die 2. Woche mit der DATEV und Christian Kaiser hat da ganz viel zu beigetragen. Da war der Pate Marcel Kirchner. DATEV lernt war so das Stichwort und sie haben ganz viele Formate, Dialogformate, wie Christian immer sagt, um halt Mitarbeiter einerseits miteinander in Verbindung zu bringen und andererseits auch das Lernen im Unternehmen damit massiv zu unterstützen. Dann hatten wir in der 3. Woche die ENBW mit Joachim Heidegger und einigen Kolleginnen und Kollegen. Und der Pate war Simon Dückert und dort ging es so im Schwerpunkt um künstliche Intelligenz am Arbeitsplatz. Aber sie haben auch ein interessantes Projekt Best Work vorgestellt, wo 1000 Arbeitsteams sich selber Regeln geben sollten, wie sie in Zukunft besser zusammenarbeiten. Und all die Regeln, die sich diese 1000 Teams geben oder gegeben haben, die gelten jetzt auch. Also die haben mal das Gegenteil von einheitlichen Prozessen gemacht. Sie haben wirklich den Teams die Hoheit in die Hand gegeben, selber zu gestalten, wie sie am besten miteinander arbeiten. So, und dann hatten wir noch die TK in der letzten Woche mit Ralf Kohl und dem Paten Thomas Kühl. Und da geht es so insbesondere darum, wie können wir Lernen in die Arbeit integrieren. Und da haben sie ein paar Ansätze, die bei den Führungskräften anfangen, was mich sehr fasziniert hat. Sie haben gesagt, wir definieren 2 Rollen der Führungskräfte. Die eine Rolle ist, Lernbegleiter zu sein für die eigenen Mitarbeiter. Und die zweite, genauso wichtige Rolle ist, selbst Lernender zu sein und das auch sichtbar zu machen. Also fand ich einen richtig guten Ansatz, das mal so zu machen. So, und das jetzt nur so ein ganz kurzer Rückblick. Wir haben ganz viele interessante Lösungen gehört und Anregungen bekommen. Und das reizt richtig, sich damit noch ein bisschen zu beschäftigen. Das geht auch. Wir haben insgesamt 20 Aufzeichnungen in den 4 Wochen gemacht. Also wer Lust hat, kann jetzt tatsächlich noch einsteigen in das eine oder andere Thema. Und ja, es würde mich sehr freuen, wenn da auch noch neues Wissen entsteht, was dann wieder geteilt wird. Also so Blog schreiben oder LinkedIn-Post machen wäre eine gute Idee, auch fürs eigene Lernen. Denn ihr wisst immer dann, wenn man etwas nochmal zusammenfasst und selber schreibt, dann lernt man eigentlich erst richtig. Nicht bloß das Zuhören ist wichtig, sondern die Beschäftigung mit dem Thema. Und das ist auf die Art und Weise ganz, ganz gut zu machen. So, dann haben wir ja so ein kleines bisschen, bin ich nachdenklich, weil das ist eigentlich der erste MOOC, den wir gemacht haben, der auch ein konnektivistischer MOOC sein sollte. Und konnektivistische MOOCs sind ja so MOOCs, die nicht von dem Input leben, was da so reingegeben wird von den Unternehmen oder so, sondern sie leben in der Regel von dem Austausch der Teilnehmenden untereinander. Und das hat bisher auch immer ganz gut geklappt. Das ist jetzt unser 4. MOOC. Und diesmal hat dieser Austausch untereinander so gar nicht geklappt. Ich weiß nicht, woran es lag. Es gab nur ganz wenige Leute, die sich überhaupt auf unseren Plattformen geäußert haben. Und damit ist natürlich so eine richtige Diskussion, die außerhalb der Live-Sessions stattfinden sollte, überhaupt nicht zustande gekommen. So, und irgendwie wundert es mich, denn wir Learning Professionals wissen eigentlich, dass genau diese Beschäftigung, dieses untereinander Austauschen und dass wir in der Corporate Learning Community ja so eine DNA haben, dieses Mit- und Voneinander-Lernen uns immer getragen hat, dass diesmal so gar nicht funktioniert. Ich weiß nicht, aber vielleicht könnt ihr dazu irgendwann nochmal Rückmeldung geben. Wir sind da sehr offen für Anregungen von euch, woran es diesmal gelegen hat, was wir vielleicht ändern könnten oder ob es an der Zeit liegt oder so. Ich weiß es auch nicht. Den richtigen Abschluss der Session und bis dahin wäre es ganz schön, wenn ihr euch noch meldet oder dabei seid, den machen wir beim Corporate Learning Camp. Das Corporate Learning Camp beginnt ja diese Woche am Donnerstag in Hamburg und auch online.
Und wir haben uns vorgenommen, die offizielle Abschlusssession dann am Freitag um 14.45 Uhr zu gestalten. Es wäre schön, wenn ihr euch einfach dazu mit einklingt am Freitag und mitredet, auch eure Eindrücke mit wiedergebt und oder uns vorher noch ein paar Hinweise gebt. So, und jetzt höre ich aber auf mit dem Rückblick auf den MOOC. Jetzt haben wir eine schöne Ergänzung. Es geht um dieses Thema Peer Learning richtig groß denken. Und ich freue mich, dass die Vertreter der drei Unternehmen, die sowas heute schon machen, hier sind. Das ist der Bosch Club, das ist die DATEV. Wenn DATEV weiß, was DATEV wüsste, nee, umgekehrt, wenn DATEV wüsste, was genau, DATEV weiß. Genau. Und das ist das große Vorbild Lex, Lernen von Experten. Und jetzt übergebe ich an Fabian Hieber. Ja, vielen Dank, Karl-Heinz. Ja, wir freuen uns sehr, hier zu sein und ja, nach dem MOOC ist vor dem MOOC sozusagen. Wir starten jetzt direkt in eine neue Woche, in die Ergänzungswoche. Wir haben sie genannt Peer Learning Großdenken. Warum? Weil du hast es schon eingeleitet, wir sind drei, die Vertreterin von drei Peer-Learning-Plattformen, von drei verschiedenen Unternehmen, die auch Peer-Learning ganz unterschiedlich, also teilweise ähnlich, aber teilweise auch unterschiedlich leben. Und wir haben uns gedacht, naja, wir werden immer wieder gefragt von den Lernexperten da draußen, wie macht ihr das denn? Wie können denn andere Unternehmen davon profitieren? Und hier und da sind wir auch irgendwie im Podcast zu Gast oder schreiben mal einen Artikel, aber wir tauschen uns auch untereinander aus und wir möchten gerne das Ganze mal zusammentragen, weil es sind immer wieder die gleichen Fragen, die an uns herangetragen werden. Und warum nicht mit Hilfe der Corporate Learning Community das Ganze mal bündeln und auf Papier in Anführungszeichen, digitales Papier zu bringen und daraus auch noch Neues entstehen zu lassen. Also das erste Ziel unserer Woche ist demnach zusammenzutragen, was sind die aus unserer Sicht Erfolgsfaktoren, was sind die Lessons learned, was sollte man vielleicht auf dem Weg vermeiden, was sind auch die Knackpunkte, was sind Stolpersteine. Wir möchten da einen ganz ehrlichen Austausch auch mit euch machen. Und das zweite Ziel ist eben dieses Peer-Learning groß zu denken. Was wäre denn, wenn wir uns zusammentun in irgendeiner Form, indem wir in Richtung einer Allianz denken, eine unternehmensübergreifende Peer-Learning-Plattform schaffen, um so eine Antwort auf diese Herausforderung zu geben, des schnellen, wir brauchen immer wieder neue Fähigkeiten. Ne? Also die Welt verändert sich extrem schnell. Wir stehen vor der Herausforderung, dass wir schnell in den Unternehmen unsere Mitarbeitenden qualifizieren müssen. Und oft ist es eben so, dass diese Trainings noch gar nicht zur Verfügung stehen in irgendeiner Form. Das heißt, Peer Learning, und ich werde jetzt gar nicht so weit ausweichen, es soll heute erstmal um den Austausch gehen, aber Peer Learning kann eben eine Antwort darauf sein. Und vielleicht nochmal kurz zum Ablauf, bevor ich jetzt einen langen Monolog halte. Heute ist sozusagen die Auftaktveranstaltung. Wir haben jetzt heute die einstündige Session. Heute wird es vor allem darum gehen, dass wir die Plattform mal vorstellen, also Lex, DATEV bzw. DATEV Lernt und Bosch Club. Wir würden einmal die Plattform ganz kurz vorstellen, auch die Möglichkeit geben für Fragen. Und dann würde ich habe so ein paar Fragen mitgebracht, einfach so die typischen Fragen, die wir so gestellt bekommen, einfach mal an uns alle stellen und so eine kleine Panel-Diskussion entstehen lassen. Aber gerne auch den Chat dafür verwenden, eure Fragen dazu stellen. Und ich würde die dann einfach mit einstreuen lassen. Und wir schauen einfach mal, was heute im Laufe der nächsten 50 Minuten so passiert. Morgen findet eine weitere Session statt, und zwar als LinkedIn-Live-Session von 12.30 bis 13.30. Die ist auch verlinkt auf der Landingpage. Die habe ich auch gerade in den Chat gepackt. Da wird es insbesondere auch um Herausforderungen gehen, die wir hatten und auch dann im Hinblick auf ja, Ideen einer unternehmensübergreifenden Plattform. Also wie können wir uns zusammentun als mehrere Unternehmen, um eben eine Antwort zu geben auf dieses Thema Future Skills Qualifizierung. Und wie auch schon angekündigt von Karl-Heinz, jetzt noch die Möglichkeit, sich anzumelden für das Barcamp, für das Corporate Learning Camp in Hamburg. Da werden wir in zwei Barcamp-Sessions dann wirklich ein konkretes Konzept ausarbeiten, wie diese unternehmensübergreifende Plattform denn aussehen kann,
was die Herausforderungen sind, wie sollte die aussehen, was sollten die Funktionalitäten sein, was sollte sie können, wie kann da eine Learning Experience aussehen, welche Themen sollten da sein, was müssen wir beachten im Sinne von Compliance, Datenschutz und so weiter. Also wer da Lust hat, mitzugestalten, ich glaube, es wird auch eine hybride Session sein, da gerne dazu anmelden. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt aber. Und ich würde jetzt einfach mal frank und frei das Wort an Shaquille übergeben, nämlich das große Vorbild Telekom Lex. Beginn doch mal, erzähl uns doch mal in, ich sag mal, maximal 7 Minuten, wenn möglich. Und ich werde ich dir glaub, ein Zeichen ich geben. Ich höre euch nicht mehr. Die Verbindung ist abgebrochen. Nein, war nur Spaß. Ja. Dann fang doch einfach mal an zu reden gewesen, und ich werde dann mich mit Händen und Füßen wehren, wenn du zu lange sprichst. Aber nee, du darfst auch gerne Folien teilen oder wie du möchtest. Ich gucke auf die Uhr und mache es auch ganz schnell. Und der Vorteil ist, es gerade Ramadan, die Stimme hält nicht so lang. Also euer Vorteil. Hallo, ich bin der Shaquille Ammann, heute bei der Deutschen Telekom, dort in der Personalentwicklung und das seit knapp 4 Jahren. Und warum? Ich habe eine Lernplattform bei uns erfunden. Nicht das informelle Lernen, sondern einfach eine Lernplattform geschaffen. Damals war ich in der Telekom IT und zwar Ende 2017. Und es ging eigentlich darum, aufzuzeigen, wie viel tolles Wissen es in der Firma gibt. Wo sind die Leute, die helfen können? Wo sind die Menschen, die bereit sind, ihr Wissen zu teilen? Wo sind aber auch die Menschen, die gerne ihr Wissen teilen wollen, aber noch nie eine Chance hatten? Und es vielleicht auch nichts mit ihrem Thema zu tun hat. Wo können diese Menschen zeigen, was sie wirklich drauf haben? Und aber auch aufzuzeigen, das habe ich vorhin auch schon gesagt, wie viel tolle und wertvolle Schätze wir in den Firmen haben. Und das ist, glaube ich, genauso bei Bosch, Datev und auch in euren Firmen. Und das fing eigentlich ganz klein an mit einer Ansprechpartnerliste. Das war eigentlich die Idee. Und diese sollte eigentlich nur ein paar Menschen dienen. Und zwar damals 14 an der Zahl. Das waren meine Kollegen und ich damals im Projektteam IT in Motion, einem Transformationsprogramm bei der Telekom IT. Aber wir fanden die Idee so toll und haben es dann geöffnet. Und bei der Deutschen Telekom gibt es seit mehreren Jahren ein sogenanntes Social Enterprise Network. Das hat uns natürlich auch geholfen. Ich erkläre das immer so, man stelle sich vor wie Facebook auf der Arbeit und für die Arbeit. Und wir haben damals die Software Jive benutzt, heute nutzen wir die Software Hilo. Und es gab dort halt die Möglichkeit, eine Gruppe aufzumachen, so wie halt wie bei Facebook. Und anfangs war die Gruppe geschlossen, später wurde sie geöffnet. Anfangs hatte sie 200, 300 Mitglieder. Heute seit mehreren Jahren über 20.000. Also es ist die größte Community, aber auch die größte Lern- und Austausch-Community. Alle können mitmachen. Wir haben weit mehr Nutzerinnen und Nutzer, als wir aufzeigen. Und ich habe ja noch 2 Minütchen, dann zeige ich mal kurz meinen Bildschirm, weil ich würde die euch gern zeigen und auch nur ganz schnell 2 Sachen dort. Ich hoffe, ihr könnt jetzt meinen Bildschirm sehen. So sieht das heute bei uns aus. Und wir haben, bei uns kann man Lerngruppen bilden. Wir haben eine Videoplattform mit über 2100 Videos von Kollegen für Kollegen. Es gibt einen Marktplatz, wo man kostenlose Coaches, Mentoren, Speaker, Facilitatoren finden kann. Das Forum ist der Platz, um einfach mal digital auf dem Pinboard seinen Bedarf einzutragen. Ich suche jemanden, der mir zum Thema Adobe Photoshop weiterhelfen kann. Eine aktuelle Anfrage übrigens. Vielleicht ist jemand hier und kann helfen. Dazu später mehr. Unter Communities findet man eine Auflistung der bestehenden Communities. Sind, glaube ich, knapp 100 an der Zahl. Aber auch die Möglichkeit, in Chatgruppen zu speziellen Themen sich auszutauschen. Die größte Chatgruppe bei uns ist heute ChatGPT mit 1700 Mitgliedern und wächst immer weiter. Wir haben über 100 verschiedene Chatgruppen, wo man direkt mit Menschen aus der Firma zu bestimmten Themen in Austausch gehen kann. Dann, wie gesagt, die Expertenliste. Es gibt sogar 2 an der Zahl, eine Business- und eine Afterwork-Liste. Und dann das Prunkstück. Und zwar haben wir dann im 3. oder 4. Monat haben wir angefangen, Sessions zu geben. Und ich zeige es euch mal. Wir haben normalerweise von morgens bis abends tolle Angebote. Ein guter Tag hat so 40 bis 50 offene Sessions, wo man mit 2 Klicks sofort dabei ist. Wir haben interne Kollegen, die ihr Wissen teilen. Wir haben externe Kollegen, die ihr Wissen teilen. Und es wird immer mehr. Das Session-Thema ist bei uns das Aushängeschild. Wir haben im letzten Jahr 5.655 Sessions hier drin gehabt.
das Ziel ist dieses Jahr 6.000 zu schaffen und es sieht richtig, richtig gut aus. Und ich überlege, was ich sonst noch sagen kann. Bestimmt gibt es später auch noch eine Möglichkeit. Besucht uns auch gerne auf LinkedIn. Da gibt es eine Gruppe, die heißt Lex, Learning from Experts, Lernen von Experten. Und hier findet ihr auch immer wieder die Übersichten. Wir haben öfters offene Sessions, wo Wildcards vergeben werden. Und ihr könnt auch gerne eure Kolleginnen und Kollegen mitbringen. Also 30 Wildcards ist nur künstliche Verknappung. Ganz kurz zu Lex. Und zurück zu Fabienne. Also wirklich sehr kurz, Shakir, vielen Dank. Ich finde es total spannend, dass es eigentlich angefangen hat mit so einer Ansprechpartnerliste, also mit diesem konkreten Bedarf von, also den Bedarf hat, glaube ich, jeder, egal wie groß das Unternehmen, wie klein oder groß das Unternehmen ist. Vor allem natürlich bei sehr großen Unternehmen ist es so intransparent. Und so eine Expertenliste, dann fängt man mal mit Excel an und dann habt ihr aber was viel Größeres daraus gemacht. Mich würde interessieren, und ich stelle jetzt einfach mal die Fragen, die mich interessieren, und dann, ihr könnt gerne in den Chat auch Fragen stellen, die können wir mit aufnehmen. Wie wird denn das auch strategisch von Telekom getragen? Also es handelt sich ja hier nicht um formelle Qualifizierung, sondern es ist ja eine Ergänzung. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was dazu sagen. Wie ist das so integriert in die Qualifizierungslandschaft, also Learning- und Development-Landschaft? Und wie wird es auch, also warum entscheidet denn auch, das ist eine zweite Frage, warum entscheidet Telekom denn auch, ganz strategisch Lex auch zu öffnen? Das ist ja schon was, was jetzt bei Bosch, sage ich mal, im Moment noch, da sind wir noch davon eine Weile davon entfernt, um hier über eine Öffnung auch nachzudenken. Dann nutze ich nochmal schnell die Chance, was ich vergessen habe zu sagen. Das ist entstanden aus einer kleinen Idee, ohne Auftrag, ohne Budget, ohne Management-Unterstützung, ohne Man- oder Women-Power, sondern da kam einer und hat einfach gemacht. Ne? Und der spricht gerade mit euch. Und das ist immer ganz wichtig. Und das bringt auch ganz viele Freiheiten und Vorteile. Man kann einfach machen, man macht das, was man kann und baut es einfach auf. Heute ist es integriert in der Lernkultur. Es wird auch immer wichtiger. Ich habe seit Oktober eine offizielle halbe Kraft, die mich unterstützt. Das zeigt einfach mal, es wächst weiter. Wir konkurrieren nicht. Wir nutzen sogar Lex, um auf viele offizielle Formate hinzuweisen. Diese werden bei uns oft vorgestellt. Und zum Thema öffnen. Ich hatte eigentlich mal jemanden gefragt, sag mal, ist das ein Problem, wenn Externe bei unseren Sessions dabei sind, die jetzt unverfänglich sind für die öffentliche Welt? Da ist es, nee, technisch können sie dabei sein und passiert ja eh schon und dann haben wir einfach gemacht. Ich muss mich outen, ich habe nicht immer viel gefragt und vielleicht ist das auch eins der Rezepte. Applaus von André. Ja, also ich glaube tatsächlich auch, dass es einfach ist, wenn man einfach mal startet und mal ausprobiert zeigt ja tatsächlich auch den Erfolg, dass es sich tatsächlich lohnt, einfach mal auszuprobieren und es tut ja auch keinem weh, ne? Also wenn es wirklich keine internen Geheimnisse, Firmengeheimnisse sind, wenn es dann nicht um eine Unternehmensstrategie oder ähnliches geht, dann oder wenn der Code geteilt wird, der nicht geteilt werden darf, dann warum sollte dann nicht auch jemand anderes teilnehmen? Es hat ja auch sozusagen einen Effekt fürs Employer Branding. Genau. Ja. Okay, dann würde ich sagen, so viel erstmal von Lex. Vielen Dank fürs Teilen. Dann übergebe ich an dich, Christian. Vielen, vielen Dank. Und du gibst mir auch die 7 Minuten, oder? Ich nehme an, dass das aus Fairnessgründen und ich würde gern direkt bei Shakil mit der Lex-Geschichte weitermachen. Es begab sich, dass KollegInnen von mir, wo auch immer sie den Shakil und Lex kennenlernten, weiß ich gar nicht, aber sie haben ihn dann auf einem unserer offenen Dialogformate, dem DigiCamp, kennengelernt, weil Shakil einer Einladung von mir gefolgt ist, sein Erfahrungswissen auch bei uns zu teilen. Und dann gab es auf einer DigiCamp-Session einen Shakil, der erzählt hat, so wie er das heute auch erzählt hat. Und dann gab es 3 Kollegen, den Simon Burda, seines Zeichens Mitarbeiter aus HR Learning, also ein hauptberuflicher Corporate Learner. Der Andreas Lenz, der gerade frisch aus der IT-Ecke in den Learning Department gegangen ist, mit ganz viel SharePoint-Know-how und Kompetenz. Und ein Chris Knie, ein Kollege, der im Methodenbereich bei uns als Agile Coach unterwegs ist. Und die 3 haben sich zusammengetan und gesagt, wir machen das genauso wie Shakil. Wir haben keinen Auftrag, aber wir setzen jetzt ein Lex in der Dativ um. Als ich zum ersten Mal gehört habe, wenn Dativ wüsste, was Dativ weiß, dachte ich, oh ja, Junge, das Kollegen, das ist jetzt ein bisschen Siemens geklaut, das ist jetzt
Und von Anfang an hatten sie einfach einen ganz, ganz guten Riecher. Und wenn ich euch jetzt zeige, das kann ich euch nur intern zeigen, weil das, wenn Dativ wisst ihr, was Dativ weiß, ist ein internes Format. Deswegen zeige ich euch ein bisschen Dativ Intranet, wo ihr die Seiten seht, den wir da haben. Wo ist denn diese Seite? Ihr habt zu viele Fenster offen, sehe ich. Ich hab's gleich. Die Seite, hier. Jetzt solltet ihr einen wunderbaren grün eingerahmten SharePoint-Raum sehen. Ja. Das ist die Seite, wo Shakil gezeigt hat, dass es Sessions-Angebote gibt. Und viel mehr ist, wenn Dativ wüsste, was Dativ weiß, auch noch nicht. Aber das ist schon ganz viel, weil die Kultur, dass Kollegen von sich aus mit 2-3 Klicks einen Raum anlegen können, ist einfach ein großes Geschenk und ist jetzt nach 1,5-2 Jahren schon so normal, dass ich das niemals gedacht hätte, wie schnell sich so eine Normalität durchsetzt. Und wir haben dafür einen Personalwirtschaftspreis bekommen. Unsere Manager freuen sich darüber. Meine Chefin Julia Bangert freut sich. Das, Fabian, wäre die Antwort auf deine Frage, wie gut ist es schon auch managerial angenommen. Und ich glaube, die drei dürfen sich auch im Rahmen ihrer Aufgaben drum kümmern. Shakil, sie sind nicht hauptberuflich, aber sie machen es schon im Rahmen ihrer bezahlten Tätigkeit. Volkmar, da hatten wir ja im Rahmen des MOOCs wunderbare Diskussionen dazu. Sie machen das schon in dem Auftrag. Und dass jetzt ich heute da bin und nicht die drei, spricht aber dafür, dass wir dieses Thema durchaus breiter denken. Das heißt, die Frage, was ist Peer Learning? Und es gab auch eine Peer-Learning-Historie vor dem, wenn Dativ wüsste, was Dativ weiß. Und zwar, ich glaube, es begann mit Working Out Loud. Und ich möchte jetzt keine Jahreszahl nehmen, wann Working Out Loud bei uns begann. Sicher 15, 16, 17 irgendwann. Und es hat sich aber nicht durchgesetzt. Es war kein kultureller, breiter Raum, sondern es blieb eine kleine, spitze Gruppe von Menschen, die das gelernt haben. Und ich habe mich sehr gefreut, dass die Fabienne uns eingeladen hat, weil ich dieses Thema Peer Learning und zwar über WDW hinaus als großes Thema sehe. Und das ist noch nicht allgemein gebräuchlich, auch in unserer Organisation nicht. Tausende meiner Kollegen waren noch nie in Peer Learning. Obwohl es dieses Angebot von WDW gibt, haben die das noch nie als, vielleicht waren die mal in Lerngruppen im Laufe ihrer biografischen Zeit, aber dass sie das bewusst als Teil ihrer Verantwortung sehen, das gibt es nicht. Und ich versuche gerade meinen Chat zu machen, irgendwie mag mein Teams nicht. Ich teile euch nachher eine Seite. Wir versuchen jetzt sehr konsequent im Rahmen des DigiCamps solche Peer-Learnings zu starten. Und zwar auch, Fabienne, schon über die Dativ-Grenze hinaus. Wir laden jetzt praktisch alle Vierteljahr zu Sessions ein. Und ich kann euch sagen, heute Morgen eine Geschäftsleitungskollegin der Dativ, Jutta Rösner, zuständig fürs Ökosystem, und ihr Direktreport Bernd Meyer haben mir heute zugesagt, dass sie am Donnerstag beim Kickoff vom Learning Circle Experience mit dabei sein werden um 11. Von sich aus. Ich sage das nicht von sich aus, ich habe sie schon eingeladen, aber ich sage das mit der Unsicherheit, weil ich bis heute Morgen nicht sicher war. Die haben gesagt, sie lernen mit, aber ich hätte auch verstanden, dass sie sagen, teile mich in irgendeinem Circle zu, ich kann jetzt nicht um 11 beim Kickoff dabei sein. Die kommen jetzt zum Kickoff und das ist vielleicht so ein Signal, dass wir an dem Thema weiterarbeiten können und müssen. Und ich finde es total wichtig, dass wir es nicht innerhalb der Unternehmensgrenzen machen. Ich glaube, dass wir den Austausch über die Unternehmensgrenzen dringend machen müssen. Marianne, es tut mir total leid, dass nicht bei deinen guten Ideen rund um den MOOC mehr passiert ist. Du hast wunderbare Ideen gehabt, aber die Karl-Heinz-Idee, dass wir miteinander austauschen, es ist so ein bisschen, wie hat das André vorher gesagt, es ist ein Rennen, um was wir alles schaffen. Und dass wir nicht immer in all den Diskussionsräumen sein können, in denen wir wollen. Und vielleicht, Karl-Heinz, ist es die Antwort, warum auch nicht alle Diskussionen so passieren, wie sie sollten. Ich schätze den Austausch über die Unternehmensgrenzen hinweg unbedingt und würde mich freuen, ganz viele von euch auch in Learning Circles begrüßen zu können. Marianne war schon Teil vom Team DigiCamp und hat erlebt, wie Steuerfachangestellte es komisch finden können, dass jemand bei uns mitdiskutiert und hat sich Communities ganz interessante Sachen anhören müssen. Von daher halte ich das für diesen Austausch für extrem lebendig und freue mich auch über eine Plattform, die vielleicht jetzt eine Unternehmensgrenze hinweg
unterschiedliche Unternehmen beteiligt, vielleicht auch, um die Idee Peer Learning woanders bekannter zu machen. Soweit von meiner Seite. Vielen, vielen Dank. Ist noch keine Frage im Chat, aber ich habe ein, zwei Fragen. Das erste ist, also ich habe verstanden, WDW, wenn DATEV wüsste, was DATEV weiß, ist was Internes. Ne? Also das ist für die internen Mitarbeitenden. Und das DigiCamp, was jetzt zufällig ja diese Woche stattfindet, ist, also hier auch der Link geteilt im Chat. Also man kann sich jetzt hier noch anmelden und an Sessions teilnehmen. Ist sowohl für Externe auch offen, aber auch mit externen Speakers. Also ganz bewusst, natürlich werden wahrscheinlich insbesondere DATEV-Mitarbeitende teilgeben und auch teilnehmen. Und es gibt ja auch interne, rein interne Sessions, aber es gibt auch ganz bewusst externe Sessions. Warum, also da wieder vielleicht auf einer Entscheidungsebene oder strategischen Ebene, wenn man so will, warum investiert DATEV darin? Man könnte ja auch sagen, naja, wir haben doch jetzt schon, wenn DATEV wüsste, was DATEV weiß, da ist Wissenstransfer, da sind wir auf der sicheren Seite, da werden keine sensiblen Daten irgendwie oder Informationen weitergetragen. Hat das einen Sales-Anspruch oder was steckt da dahinter? Es war das Jahr 2018, wo ich auf einer großen Konferenz von Intrinsify war und Karl-Heinz hat es am Anfang mitbekommen. Für mich war das erste Barcamp mit KundInnen ein Gamechanger. Mhm. Und ich habe gemerkt, wie toll das ist, bei offenen Formaten nicht nur innerhalb, sondern auch mit Beteiligung von außerhalb selbst und alle Sorgen, die wir hatten, dass die das missbrauchen, dass die da ganz komische Kommunikations, die fanden nicht statt. Und deswegen habe ich von Anfang an gesagt, wenn wir dieses interne Multi-Event-Format DigiCamp erfinden, dann lassen wir die Schnittstelle offen, dass Menschen Sessions einreichen können und auch teilgeben können. Wir haben am Anfang so 20% als Ziel ausgegeben und in der Zeit, als wir noch vor Corona auch feste Plätze hatten, durften es nicht mehr wie 20% sein. Da war jeder Platz sehr wertvoll und wir hatten nur 300 Plätze und dann war das auch sehr sehr relevant, wie viele Externe da kamen. Und ich weiß noch, ich habe mit dem Marketingvorstand, der fand das ganz komisch, dass der vor einer Zielgruppe spricht, wo Kundinnen bei uns Genossenschaftsmitglieder, Vertreter, wir sind nicht demokratisch, der fand das ganz komisch. Und der hat noch 2 Minuten vor Beginn der Veranstaltung gesagt, Herr Kaiser, das machen wir nicht mehr. Mit dieser gemischten Gruppe, das machen wir nicht. Jetzt ist er nicht mehr in unserem Vorstand, aber es ist immer noch nicht ganz normal, Fabienne, für mich aber schon. Und dass du Impulsgeberin am DigiCamp bist, so wie 80% DATEV-Kolleginnen und dass ich schon gar keinen Unterschied mehr mache zwischen einer internen Impulsgeberin und einer externen, das fühlt sich so normal schon an. Ja. Und für eine Organisation, die sich öffnen muss, die aus ihrem Ecosystem, wie das meine Kollegin Jutta Rössner sagt, zum Ökosystem werden muss, müssen wir diesen Blick ohnehin üben. Das heißt, dass wir in Vielfaltskommunikation denken müssen und da ist es ein bisschen wie ein Trainingslager, dass wir das üben und bislang mit deutlich mehr Positiven. Und ja, natürlich hat das auch eine Sales-Komponente, Fabienne. Ich finde es nicht schlimm, dass Unternehmer dabei kennenlernen, dass es DATEV gibt und sagen, Mensch, vielleicht haben die auch eine Software für mich. Mhm. Aber es ist nicht der primäre Zweck dieses Formates. Der primäre Zweck des Formates ist, Austausch zu fördern, ähnlich wie Shaquille das beschrieben hat, beim DigiCamp ganz besonders meine Kollegen zu provozieren mit Themen, die sie bislang nicht auf dem Schirm hatten. Ja. Es ist so ein bisschen, ich habe eine Vielfalt von 80 Themen und muss mich entscheiden, welcher Mist mich interessieren muss und welcher nicht. Und das ist die große, nicht etwas Gezieltes, sondern so ein breites Irritieren. Das wäre die, und da können externe Impulsgeberinnen wunderbar mit irritieren und unterstützen und orientieren. Und ich bin gespannt, welche Erfahrungen du machst, Fabienne. Es ist immer ein bisschen Überraschungsei, was rauskommt. Ja, ich darf selber auch eine Session anbieten, da an der FreeCamp. Habe auch schon bei Lex eine Session angeboten und sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht. Also mir selber hilft es auch egal ob als Boschlerin oder als Privatperson nach draußen zu gehen und einfach auch in andere Unternehmen reinzuschauen. Also der Lerneffekt ist enorm groß und hilft mir ja auch in meiner täglichen Arbeit, da raus aus meiner Unternehmensbubble rauszugehen. Ich glaube, und André sagt das auch immer ganz bewusst,
diese Angst vor, was ist, wenn da plötzlich jemand was anbietet, was irgendwie totaler Mist ist, was qualitativ nicht dem entspricht, was wir uns vorstellen als Unternehmen. Und es steht ja dann letztendlich auch für eine Plattform wie oder für ein Unternehmen wie DATEV in dem Fall und oder für ein Unternehmen wie Telekom, wenn da jetzt irgendjemand von extern da irgendeinen Blödsinn erzählt. Und wie Christian ja auch gerade gesagt hat, das passiert einfach, also erfahrungsgemäß ist das bisher nicht passiert. Und André sagt das immer, naja, man hat immer die Möglichkeit, freiwillig, man hat immer die Möglichkeit, auch rauszugehen. Wenn ich merke, das macht mir hier genauso wie hier, ne? Wenn ihr merkt, okay, das bringt mir jetzt hier nichts oder ich kann meine Zeit besser investieren, dann geht raus. Das ist eine freiwillige Veranstaltung und das ist eben Peer Learning. Und das ist auch das Tolle am Peer Learning. Peer Learning ist keine Pflichtschulung. Man muss nicht bis zum Ende teilnehmen. Man muss nicht durchklicken und bestätigen, dass man bis zum Ende dabei war. Man kann, wenn man möchte, man muss aber nicht. Und deswegen vielleicht jetzt perfekte Überleitung. André, dann sind wir jetzt dran, solange Christian noch nicht wieder da ist. Würde ich sagen, geht's jetzt mal um den Bosch Club. Genau. Stimmt, ich habe mich selber auch noch gar nicht vorgestellt. Aber da muss man nicht so viel dazu sagen. Zusammen mit André leite ich den Bosch Club und ansonsten mache ich Change Management Kommunikation für die Bosch Lernstrategie, eine Zentraleinheit für das Thema Lernen bei Bosch. Ja, ich bin André, mache das gemeinsam mit der Fabienne, habe es aber auch nicht als volle Stelle, mache nebenbei auch ein paar Digi-Themen noch in der Weiterbildung bei Bosch. Alles, was technisch ist, kommt bei mir an, weil ich ehemals Softwareentwickler bin und eher so ein Fremdkörper in der HR, aber ich fühle mich da ganz wohl mit. Aber wir kommen mal schnell zum Bosch Club und wir holen mal ganz kurz noch aus, wie alles anfing, weil eigentlich ist es nicht nur auf unserem Mist gewachsen. Also vielleicht, wir haben den Mist weiter gedüngt, aber es gab mal die sogenannten Global Days of Learnings, beziehungsweise noch ein Schritt voraus, es gab Days of Learnings an einzelnen Standorten, die lokal organisiert wurden. Da geht es grundsätzlich Peer-Learning-Sessions von Mitarbeitenden für Mitarbeitende und dann gab es so eine Vereinigung, wo sich ein paar Leute 2021 gesagt haben, boah, lass uns doch mal 2 Wochen lang Global Days of Learning machen. Wir versuchen Werbung in allen Bereichen, allen Ländern, allen Regionen zu machen, dass Mitarbeitende Sessions anbieten. Ging ganz gut durch die Decke. Wir haben in 2 Wochen 500 Sessions im Angebot gehabt, wo dann auch die Idee kam, oh, das war ganz schön viel für so kurze Zeit. Und viele haben sich beschwert, konnte ich mir eh nicht angucken. Das ist einfach unmöglich. Also viel zu viel auf einmal, dass sich eine kleine Gruppe von, ich glaube, 5, 6, 7 Personen gesagt haben, so ein bisschen Grazwurz-Initiative, warum denn nicht das ganze Jahr? Also wieso denn nur 2 Wochen? Ist doch voll blöd. Also das doch immer machen. Okay, wir geben dem Ganzen noch einen neuen Namen. Das Kind nennen wir jetzt mal Bosch Club. Das Logo, by the way, auch nicht von uns. Hat uns einfach so ein Helferlein mal am Wochenende gebastelt. Der meinte, habt ihr Bock auf ein neues Logo? Ich habe mal was gebastelt. Haben wir direkt übernommen. Ist offiziell freigegeben von der Unternehmenskommunikation. Wir hätten es nicht gedacht, aber es ist durchgegangen. Aber das war quasi das Konzept. Genau, es ist wie gesagt ein Kalender, ein zentraler Kalender. Und wir haben, also es gab auch bei uns Working Out Loud schon Jahre vorher. Und bei uns ist es sehr gut angenommen worden, oder André? Bei uns ist es richtig durch die Organisation gegangen. Und ich glaube, da wurde die Organisation dafür sensibilisiert für solche übergreifenden Austauschformate. Und dann gab es eben, wie André gesagt hat, diese Global Days of Learning, die gezeigt haben, hey, die Menschen bei Bosch weltweit sind bereit, ihr Wissen zu teilen. Und es war auch der Ruf aus der Organisation einer Plattform, so eine Art Event-Plattform für interne Events. Also es passiert schon ganz viel. Es gibt schon ganz viele Formate, die gesteuert werden von Projekten, von Personalentwicklungsbereichen, von Standortkommunikation. Aber es fällt eben schwer, wirklich alle auch zu erreichen. Also es gibt Communities, Landingpages, aber im Intranet da wirklich alle Menschen zu erreichen, ist quasi unmöglich. Und deswegen war der Ruf eben da von einer zentralen Plattform. Und dann haben wir einfach eine SharePoint-basierten Kalender gemacht. Also ein ganz, ganz einfaches Tool. Und jeder kann hier einfach Sessions frei einstellen und ganz einfach in wenigen Schritten zum eigenen Kalender hinzufügen. Genau. Letztendlich, wie gesagt, es ist ein Kalender für den Wissensaustausch zwischen Mitarbeitenden, also von Mitarbeitende für Mitarbeitende, im Moment rein intern.
Es besteht schon die Möglichkeit, dass jemand von extern auch eine Session anbietet, aber dann eben in Verbindung mit einem Bosch-Mitarbeitenden, also eine reine interne Wissensaustauschplattform bisher. Wir haben eine Landingpage, wo eben so Videotutorials, How-to-Videos, Kommunikationsmaterial und alles zur Verfügung steht. Das heißt, da ist der Aufwand für uns relativ gering. Und es gibt jetzt auch, wir haben noch nebenher andere Jobs, wir machen den Bosch Club, aber wir haben hauptsächlich auch ja, Arbeit in Kommunikation und Überzeugungsarbeit, sodass eben alle auch vom Bosch Club erfahren, nämlich wie auch Christian gesagt hat, überhaupt bekannt zu machen, ist schon eine riesige Aufgabe. Also im Unternehmen, es gibt noch Tausende bei Bosch, die noch nie was vom Bosch Club gehört haben. Das ist eben in unserer zentralen Bubble in Deutschland natürlich sehr weit verbreitet, auch gefühlt bei LinkedIn sehr weit verbreitet, weil wir da sehr viel Kommunikation betreiben. Aber wir erreichen noch lange nicht alle, die wir erreichen wollen, innerhalb der eigenen Organisation. Genau, und ganz wichtig ist nämlich ein Thema, was wir immer gefragt werden. Wir sind keine Konkurrenz, weil oft kommt die Frage, oh, noch eine Plattform, was soll das denn? Wir haben doch schon genug Plattformen. Wir machen keiner Plattform Konkurrenz. Alle Plattformen dürfen weiter so bestehen. Wir sehen uns eher so wie so ein Airbnb. Also Airbnb hat selbst auch keine Betten und die wollen auch irgendwie den normales Business und manche Homepages keine Konkurrenz machen. Das heißt, wir sind es einfach als zusätzliche Marketingplattform für diese Sessions. Also vielleicht kriegt ihr einfach noch zusätzlich Leute. Weil das Konzept dahinter ist natürlich, es gibt schon sehr viele Sessions bei Bosch, die jetzt nicht für den Bosch-Club gemacht sind. Die gibt es vielleicht für andere Zwecke, vielleicht sind die für die Abteilung vorgesehen, beispielsweise, keine Ahnung, sind für die Jungs in Stuttgart gedacht oder auch die Mädels. Und dann zu fragen, ja, aber ist da irgendwas Geheimes in der Session, was die ganze Bosch-Welt nicht wissen darf? Nö, eigentlich nicht. Warum denn nicht in den Bosch-Club? Weil dann haben wir vielleicht irgendjemanden auf der Welt, die sagen, spannendes Thema, könnte für mich interessant sein, komm doch einfach dazu. Also ganz simpel, diese Session bei uns in Bosch Club einstellen, geht super leicht, dauert 5 Minuten und dann ist sie für die ganze Welt sichtbar. Und auch dann, manche haben die Angst, aber dann crasht mir das ganze Meeting, wo ich denke, da habt ihr echt ein Luxusproblem. Also wir nutzen Microsoft Teams, das kann bis 1000 Personen. Wenn ihr das schafft, das ist wie wenn auf einer Party die Polizei kommt, ist zwar die Party zu Ende, aber die war definitiv geil. Und so sehen wir es auch, wenn du 1000 Leute schaffst, dann war es eine geile Session, dann machst du lieber noch einmal. Also deswegen bitte keine Angst vor dieser Tausender-Grenze, das wird wohl nicht passieren. Ja, es gibt zahlreiche Formate, also Vorträge, Good Practices, Brain Snacks. Also man kann sich mir wirklich alle möglichen Formate vorstellen. Alles wichtig, was nicht formale Qualifizierung ist. Also es finden sich keine Trainings, die über ein Learning Management System buchbar sind im Bosch Club. Da haben wir auch eine ganz klare Guideline dafür, dass es hier wirklich nur um den Wissensaustausch geht. Sowas wie Abschlussarbeiten ist ein ganz tolles Beispiel. Das Wissen ist sowieso im Unternehmen und eine Bachelor-Masterarbeit, Doktorarbeit, die wird dann meistens vorgestellt in der eigenen Abteilung mit irgendwie 5 Leuten. Und das ist so schade, weil das so wertvolles Wissen ist, was so hochrelevant ist für ein Unternehmen. Und das ist ein tolles Beispiel für einen globalen Wissenstransfer im Unternehmen. Und ja, das gilt natürlich auch für ganz viele andere Formate. Genau, dann haben wir uns noch ein paar Buzzwords rausgesucht, um das einfach ein bisschen auf den Punkt zu bringen. Ein paar Eckdaten noch über den Bosch Club. Genau, es ist eine Peer-Learning-Plattform oder auch Peer-to-Peer-Learning, also voneinander lernen, miteinander lernen. Es geht darum, dass man Wissen von anderen bekommt und teilt zu allen Themen, die man sich denken kann. Dann ganz klar, bei uns das Konzept Stöber im Kalender. Wir empfehlen den Leuten, macht euch einen Reminder montags morgens rein. Guckt, was könnt ihr vielleicht diese Woche in einem freien Slot lernen oder was ist thematisch relevant, dass ihr freitags vielleicht einen Tick schlauer rausgeht aus dieser Woche. Das wäre schon mal der größte Benefit. Und natürlich wichtig, mehr als nur Vorträge, weil viele denken typisch nur frontal, aber auch Diskussionsrunden oder ich habe keine Zeit, eine Session vorzubereiten. Naja, du bist Experte vielleicht für Quantum Computing, dann sag, frag mich eine halbe Stunde lang was zu Quantum Computing. Passt auch. Oder auch 5 Minuten. Wir haben eine 5-to-12-Serie, die geht 3 Wochen lang. Da gibt es immer nur von 5 vor 12 bis 12 5 Minuten Snacks. Also es gibt alles bei uns. Alles ist freiwillig und selbstbestimmt. Also man muss nicht, man kann teilnehmen, man darf teilgeben, aber man darf auch nur teilnehmen. Und es gibt eben keine Incentives dafür, ne? Also es ist wirklich selbstbestimmt, selbst intrinsisch motiviert. Man bekommt jetzt da keinen Bonus, keine Coins oder anderes, sondern es
ist wirklich das Erfolgskonzept. Es zeigt, es funktioniert. Es wollen Menschen ihr Wissen teilen, ohne etwas dafür zu bekommen. Genau. Wir kommen noch nicht an Shaquils Zahl heran. Das ist noch unser Ziel. Aber im allerersten Jahr hatten wir bereits 1800 Sessions, was für uns zumindest schon mal ein okay, das Konzept sollten wir weiter so lassen. Das fliegt. Also unser Ziel war am Anfang 1000, wo wir Angst hatten, dass es schon ein bisschen zu ambitioniert ist. Ja. Aber gerade läuft es gut im ersten Jahr. Auch dann im weiteren Jahresmittel 2023 hatten wir, glaube ich, schon dann irgendwie 1900 Sessions. Also wir haben im Oktober 2022 angefangen. Deswegen, wir machen es weiter. Genau, es ist demokratisiertes Lernen. Also das ist nochmal ganz wichtig zu erwähnen. Hier geht es eben nicht darum, dass meine Führungskraft, dass ich warte, bis meine Führungskraft mir mein Training genehmigt. Es geht nicht darum, dass ich irgendwie eine Qualifizierungsmaßnahme im Jahr habe, die ich dann im Jahreszielgespräch definiere und es ist dann das eine Seminar, das ich besuchen darf, sondern Lernen findet soll jeden Tag stattfinden. Und ich soll eben immer die Möglichkeit haben, wenn ich möchte, zu lernen. Und der Bosch Club bietet das eben auch an. Unser großes Ziel ist natürlich nebenbei auch, wir möchten die Silos abbauen. Wir sind ein großer Kasten und ich glaube, es kann jeder, der in einem großen Unternehmen arbeitet. Es gibt immer noch manche Silos, die wir versuchen aufzubrechen. Insbesondere unser Zweck ist, wir möchten gerade so Mehrfachentwicklung vermeiden. Es gibt bestimmt ein paar Leute, die auch schon aus der Vergangenheit kennen. Ach, ihr habt das auch gemacht? Ja, wir hatten das gleiche Problem vor 3 Monaten auch. Hätten wir miteinander gesprochen. Also deswegen, wenn der Bosch wüsste, was der Bosch weiß, das können wir auch übrigens. Das war auch unser Startslogan damals in 22. Deswegen, wir gehen da voll mit und das müssen wir einfach vermeiden, um effizienter zu sein. Genau, es sind alle Sprachen möglich. Ich weiß gar nicht, wie viele Sprachen haben wir. Ich vergesse die Zahl immer. 43. Ich glaube, 40 Sprachen haben wir, also genau. Die kann man auswählen kann, wenn man die Hauptsprachen genommen. Und da gibt es auch in allen Sprachen was. Plus, ganz wichtig bei uns, wir haben keinen Genehmigungsprozess. Das ist, glaube ich, aus meiner Sicht der Gamechanger ever, 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 zu sagen, ihr müsst nicht das von ihm mal freigeben lassen. Dadurch kriegt man viel mehr Sessions. Und wenn wir am Ende 2% schlechte Sessions haben, keiner zwingt euch drin zu bleiben. Und auch wenn ihr es vielleicht nicht so gut gemacht habt, jeder muss mal lernen, gut zu sein. Das ist wie bei, wenn ich jemanden neuen Mitarbeitenden suche und ich sage, du brauchst 10 Jahre Berufserfahrung. Und das will jeder haben. Und die Leute, die null Erfahrung haben, wo sollen die mal einsteigen? Also, die üben dann, die Session Owner. Ich bin froh, dass sie es trotzdem machen. Und so muss man das, glaube ich, sehen vom Mindset her. Genau, wir sind keine Konkurrenz, hatte ich eben erwähnt. Das muss man auch immer wieder intern bei uns erzählen. Wir tun euch nichts Böses. Ihr könnt es einfach zusätzlich nutzen. Was ist das? Und natürlich unser Ausblick, das Großdenken. Genau. Kooperation mit anderen Unternehmen. Da gehen wir insbesondere dann morgen, am Dienstag drauf, in der LinkedIn-Live-Session, die hier auch verlinkt ist, beziehungsweise auch auf der Landingpage verlinkt ist. Hier ist noch eine Frage von Christine. Zeichnet ihr Sessions auf und stellt sie noch einmal bereit? Die Möglichkeit besteht, aber der Bosch Club lebt davon, dass wir nicht die HauptorganisatorInnen sind, sondern dass die Organisation verlagert wird auf die Session-Gebenden. Unterliegt den Session-Gebenden, ob sie die Session aufzeichnen. Sie können die Session aufzeichnen. Wir haben da auch verschiedene Leitfäden, Tutorials und so weiter dafür, wie das funktioniert, was man da beachten muss und kann es dann in unserem internen Videokanal, also so wie BoschTube, YouTube quasi, das heißt BoschTube, so eine Videoplattform, und da kann man dann das Video dann auch hochladen und eben auch verlinken, wo man eben möchte. Also die Möglichkeit besteht, wir wollen aber ganz bewusst nicht die zentrale Organisation haben für das alles, weil das natürlich ein riesiger organisatorischer Aufwand für uns ist. Das heißt, wir wollen da in Richtung Self-Service arbeiten und es funktioniert bisher auch sehr gut. Genau, und der Link hängt nachher an der Session, kann man ihn wieder anheften. Das heißt, man kann im Kalender auch rückwirkend suchen und alle Sessions, die aufgezeichnet sind, sind markiert mit einem blauen Rahmen, dass ich beim Stöbern auch sehen kann, ach, das Thema ist auf jeden Fall aufgezeichnet, da gibt es ein Recording zu, das kann ich mir angucken. Und man kann auch danach filtern. Also ganz entspannt. Genau, weitere Fragen gerne im Chat. Ja, Volkmar, du hebst die Hand. Ja, also vielen Dank für diese wunderbar inspirierenden Impulse, die ihr da gebracht habt. Was mich mal interessieren würde, inwieweit findet da, weil ihr sagtet ja immer bewusst informelles Lernen, aber inwieweit findet da sozusagen auch
eine Abstimmung hin zum, ich sag mal, zum Wissensmanagement, weil für mich ist das, was ihr macht, das Ideale für die lernende Organisation. Die Basis der lernenden Organisation ist, dass sich die Menschen dort regelmäßig austauschen, und dafür habt ihr Plattformen, Formate geschaffen, und das ist ja natürlich ideal. Nur es gibt daneben ja wahrscheinlich auch noch so eine Art offizielles Wissensmanagement, wie auch immer, und das ist natürlich auch ein Beitrag zur lernenden Organisation. Und wie kann man das jetzt, oder wie habt ihr das miteinander verzahnt? Das würde mich mal interessieren. Ja, also zunächst mal ist der Bosch Club als Peer-Learning-Plattform in der Bosch Learning Strategy, also in der Lernstrategie des Unternehmens verankert, also ein Bestandteil. Und bewusst, also das ist schon mal wichtig, dass es nicht nur irgendwie, also wir haben als Graswurzelinitiative sind wir gestartet, und es war auch wichtig, weil es ist hat nochmal einen anderen Effekt, wenn das nicht von oben kommt, sondern von aus der Breite kommt und wirklich diesen Community-Charakter auch hat. Aber trotzdem ist es wichtig, das Ganze auch strategisch zu verankern. Und wir haben damals, also Stichwort bekannt machen, haben wir auch schon vor dem Go-Live ganz viel Kommunikation betrieben und haben da auch zwei aus dem Board of Management, also damals noch unsere CDO Tanja Rückert, die jetzt im Board of Management ist, und damals die Arbeitsdirektorin Phyllis Albrecht, die heute nicht mehr bei Bosch ist, gewonnen als Sponsorinnen, die dann sozusagen kommunikativ für den Bosch Lab gestanden sind. Und es gab dann auch an alle Führungskräfte bei Bosch einen Mitarbeiterbrief, den sie dann weitertragen sollten. Also sollte dann weiter verbreitet werden in der Organisation. So haben quasi zumindest mal alle Führungskräfte mit disziplinarischer Führungsverantwortung auch davon erfahren. Das heißt, es gab da schon wirklich diese offizielle Verankerung. Was noch die Herausforderung ist, um jetzt auf deine Frage näher einzugehen, wie können wir das Wissensmanagement bzw. auch Kompetenzmanagement verankern mit Peer-Learning oder mit dem, was wir eben machen? Das ist eine große Herausforderung, weil wir gerade sehr stark von Upskilling und Qualifizierung sprechen in der Organisation, gerade auch was so Transformation des Business angeht. Bosch transformiert jetzt natürlich auch in Richtung neue Geschäftsfelder. Und da ist natürlich so ein Reskilling und Upskilling absolut relevant und wichtig. Und das muss natürlich auch mit einem gewissen Tracking, also mit einem Performance-Management einhergehen, was wir natürlich mit Peer-Learning nicht leisten können und auch nicht leisten wollen. Also Peer-Learning kann immer nur als Ergänzung stattfinden und nie als Ersatz von guten, gemanagten Qualifizierungsmaßnahmen. Und das wird sich auch erstmal nicht ändern. Aber ich glaube, es ist ein ganz essentieller Ersatz, wenn wir mal schauen, wie schnell sich jetzt die erforderlichen Fähigkeiten verändert haben. Also wenn wir auf den Future of Jobs Report schauen, da werden sich bis 2027 44% der Fähigkeit, der notwendigen Fähigkeiten verändern. Also der notwendigen Fähigkeiten, und auch die Jobs werden sich extrem verändern. Das heißt, wir können gar nicht so schnell, und das ist auch eine Aussage im Future of Jobs Report vom World Economics Forum, dass sich die Fähigkeiten, sehr viel, die Tätigkeiten und deren verbundenen Fähigkeiten sich sehr viel schneller verändern werden, als Unternehmen in der Lage sind, geeignete Trainings, also Qualifizierungsmaßnahmen anzubieten. Und deswegen glaube ich, dass Peer-Learning essentiell ist, also dieses Lernen von und miteinander und eben nicht nur im eigenen Unternehmen, sondern über die Unternehmensgrenzen hinaus enorm wichtig ist. Und deswegen auch die Idee dieser unternehmensübergreifenden Initiative, dieser Allianz, um sich gegenseitig zu stärken und auf diese Herausforderung des notwendigen Upskillings, des schnellen Upskillings auch dem zu begegnen. Vielen Dank, Fabienne. Mir kam es auch gerade auf diesen letzten Teil an, nämlich der Wertschätzung dessen, was da passiert. Ja, weil es ist ähnlich wie mit Begriffen von Soft Skills und Hard Skills. Die Soft Skills sind meistens das Entscheidende. Das sind die eigentlichen Hard Skills. Ja, und insofern ist das jetzt eben auch der Fall. Ne? Ich glaube schon, dass dieser Austausch, dass der den wesentlichen Beitrag zur lernenden Organisation bringt, und den darf man auch entsprechend wertschätzen und entsprechend hoch einstufen. Ne? Ja. Vielen Dank. Ja, danke schön. Volkmar, zum Thema WDW ist es genauso, wie die Fabienne beschreibt, wir haben keine Qualitäts- und auch Fokussierung, aber beim DigiCamp laden wir die Sessiongebenden ein, und wenn ihr seht,
die Themen, die wir dort, sind die, die wir auch als Unternehmen strategische Themen haben. Das ist sehr wohl eine Fokussierung und der Versuch einer Orientierung. Da gibt es am Schluss die Kategorie offenes Thema. Wenn da was dabei ist, wo jemand das Gefühl hat, er möchte über was ganz anderes reden, laden wir auch ein, die Session einzureichen. Aber der Fokus wäre schon, dass wir, und es ist ganz interessant, jetzt rückwärts zu gucken, welche Themen, und das ist für unser Management eher der Punkt zu sagen, kommen die Session zu den Themen, die sie gerne hätten und nicht ein vorauseilen, denn ich weiß schon, wo ich hin will. Weil Fabienne, ich glaube eben auch, dass wir nicht mehr genau wissen, welches Thema für wen wie relevant ist, zumindest nicht mit der Planungssicherheit, die wir vor 20 Jahren geglaubt haben. Insofern halte ich das für ein sowohl als auch und der Versuch einer Fokussierung über so eine Orientierung der Sessiongebenden. Ja, danke. Ganz wichtige Ergänzung. Shakil. Ja, also ich würde da was ergänzen, vielleicht wird das jetzt nicht die Frage beantworten, aber wir haben nie versucht, irgendwie eine Richtung bei Lex vorzugeben, weil es sehr schwer ist, auch Wissensteiler zu finden. Und da sollen die Leute eher unterstützt werden, damit sie ihr Wissen teilen und dann passieren Dinge natürlich in der Session und dann haben auch die Leute, die dann teilnehmen, die Aufgabe, wie André eben auch gesagt hat, interessiert es mich nicht oder ne, geht es mir vorbei, dann spar dir die Zeit. Aber wirkt mit und hilft auch, dass die Session durch eure Fragen und Feedbacks dann besser werden. Wir hatten bei uns früher technisch die Möglichkeit, Sterne zu vergeben bei den Events. Hat dann der Betriebsrat ausgeschaltet. Also manchmal fehlen auch so Hilfsmittel, um Dinge bewerten zu können. Und die andere Geschichte bei uns ist auch, es ist ein freiwilliges Angebot. Es ersetzt keine offiziellen Lernangebote. Es erscheint nicht in der Lernhistorie. Es gibt keine Zertifikate etc. Und trotzdem funktionieren die Sachen in allen drei Firmen und vielen mehr. Es gibt ja noch weitere Firmen, die so etwas machen. Und es wird immer stärker. Und dieser Austausch, wir haben es immer so genannt bei uns, komm doch mal rüber 2.0, gab es schon immer. Und jetzt ist das Schöne, dass die Leute sehr einfach sehen können, wo was wann stattfindet und vielleicht dementsprechend ihren Tag organisieren können, wenn es die Arbeitswelt zulässt. Und das ist das Schöne. Und es wird immer stärker. Und ich glaube, das ist auch nicht mehr wegzudenken, egal wie groß oder wie klein das ist. Es gibt noch viel mehr als uns dreien und hoffentlich werden es auch noch viel mehr. Ich glaube, es muss vom Management zum einen, glaube ich, akzeptiert werden, dass unterstützt wird. Nicht so, du verschwendest jetzt hier Zeit, um jetzt vielleicht teilzunehmen, auch du verschwendest Zeit, um so eine Session vorzubereiten. Wofür denn das? Und das hilft ja gar nicht bei unserer Kostenstelle. Also ich glaube, da diesen Silo-Gedanken zu entnehmen und auch, glaube ich, den Leuten zu zeigen, das macht Sinn, es macht auch Spaß, anderen Leuten was zu geben. Also wenn du der Session merkst, boah, super, dann hast du mir total geholfen, das, was du mir erzählt hast, wusste ich alles noch nicht, mach es ruhig nochmal. Also einfach, glaube ich, diese Selbstwirksamkeit zu sehen, also vielmehr dieses Purpose-Driven zu fokussieren. Ich glaube, dass man den Leuten das schmackhaft macht, so, boah, du kannst ganz anders wirken plötzlich, wenn du selbst dein Wissen teilst. Und wenn man die meisten Leute auch fragt, hättest du nicht mal Bock, eine Session zu machen? Ja, warum denn auch nicht? Also wir müssen natürlich immer noch, glaube ich, darauf hinweisen, weil man einfach nicht so selbstverständlich an das Wissen teilen denkt. Das ist wie bei einer Fragestellung, nicht als allererstes ChatGPT zu fragen, müssen wir auch alle lernen noch. Und so ist es, glaube ich, auch in der Lernkultur, dass wir einfach dann, ich habe Wissen, das könnte ich teilen. Ich wurde ja schon zweimal gefragt danach. Dann skaliere ich es doch mal hoch und mache eine große Session offen für alle. Da müssen wir, glaube ich, hinkommen. Ja. Wir haben jetzt noch 5 Minuten und ich möchte jetzt gerne, ich habe kurz einen Blick auf die Ergebnisse in der Forms-Umfrage geworfen und wir teilen das im Nachgang gerne mit euch, die Ergebnisse. 37% von euch, bei euch existiert Peer-Learning noch nicht, beziehungsweise nicht wirklich und 50% weitere haben zum Teil schon eine, also ist Peer-Learning schon etabliert, jedoch, ja, vielen Dank fürs Teilen. Genau, da muss ich es nicht vorlesen. Vielen Dank. Jetzt die letzten 5 Minuten würde ich gerne dafür nutzen, da Peer-Learning auf jeden Fall noch sehr viel Potenzial nach oben hat bei euch. Shakil, welchen einen Tipp würdest du denjenigen geben, die gerne Peer-Learning einführen möchten, ohne vielleicht Budget und ohne Auftrag? Ich glaube, das sind die größten Herausforderungen im Moment. Ich glaube, wir denken immer sehr schnell zu groß und es muss immer groß und schick und schön sein. Ich hatte heute so ein ähnliches Gespräch, weil wir auch bei uns stärker jetzt auf Internationalisierung setzen. Und ich habe einfach gesagt, ganz klein machen und gewinn die Menschen und kommen nicht jetzt, wir bilden noch eine Community und Arbeitsgruppen und sowas. Ich habe gesagt, die kommen einmal, dann kommen sie nicht wieder. Zum Arbeiten hat kaum jemand Zeit. Eigentlich muss man den Menschen die Zeit abnehmen und denen eigentlich den Mehrwert aufzeigen. Eher klein beginnen und langen Atem haben. Vielen Dank, Christian.
Ich finde, meine drei Kollegen haben, indem sie eine gute Idee von Shaquille aufgegriffen haben, in unserer Organisation bewiesen, dass es geht. Und sowas häufiger an vielen Stellen und dann genau wie Shaquille sagt. Und Fabienne, ihr habt vorher Kriterien gemacht, das sind genau die Kriterien. Bei uns ist Multilingualität nicht unser Thema, aber sonst unterschreibe ich alle eure Punkte. Und wir haben da nie miteinander lang gesprochen. Dieses voneinander lernende Austausch, das halte ich für einen ganz elementaren Punkt, gerade bei den Herausforderungen, die wir ja zum Teil auch gemeinsam haben. Bei aller unterschiedlichen Geschäftsfeld ist die Auseinandersetzung mit KI sicher in den Organisationen in vieler Form auch von einem gemeinsamen Lernen geprägt. Und die Bayerische Digitalministerium hat sogar so eine Plattform schon. Ob die jemand kennt, weiß ich auch nicht. Aber zumindest haben sie bayerische Unternehmen gefunden, dafür ins Lernen zu investieren. Von daher müsste man da wahrscheinlich einfach auch mehr drüber reden. Ja, absolut. André? Ich bin aber der Gamechanger ist das Thema Kontrolle und auch von das Thema Qualität, weil das mal gerne immer so, ja, wie halte ich denn die Qualität ein? Wo wir meistens immer mit der Antwort zurückspiegeln, wie wäre es denn, wenn wir erstmal unsere Mitarbeitenden vertrauen? Also erstmal diese Vorschusslorbeeren, wir gehen erstmal davon aus, niemand möchte bewusst eine schlechte Session anbieten. Das heißt, jeder erstmal entsprechend seiner Möglichkeiten und dann lernt die Person vielleicht während dieses Vortrags daran. Ist beim 10. Vortrag einfach besser. Und das, glaube ich, in den Köpfen mal zu verpflanzen, lass doch erstmal den Mitarbeitenden vertrauen und nicht mehr mit Regularien und Freigabeebenen, sondern lass die mal machen. Ja, bei uns geben wir auch nur Guidelines. Wir gucken zwar stichprobenartig drauf und gehen dann mit denen ins Gebet nochmal, sagen, das passt nicht ganz, das ist eigentlich formelles Lernen, das muss schon in unsere LMS. Aber bei den meisten Sessions einfach, lass die doch mal fliegen. Also das ist, glaube ich, das ein großer Gamechanger bei uns gewesen, weil dann einfach viele mehr Leute Sessions anbieten. Absolut. Mein Tipp wäre, fangt einfach mal mit einer Themenwoche an, zum Beispiel die KI-Woche, um einfach mal Menschen zu finden, die schon heute zum Beispiel ChatGPT nutzen, um ja, ihre Arbeit zu erleichtern, um produktiver zu sein, um Konzepte zu erarbeiten. Und so eine Themenwoche könnte man auch, Petra, um auf deine Frage im Chat einzugehen, könnte man genauso für Schule, Ausbildung und Studium nutzen. Und das passiert heute auch schon ganz oft. Und ich glaube, mit so kleinen, niederschwelligen Themenwochen einfach mal ja, ausprobieren, Erfahrungen sammeln und einfach mal machen. Und nochmal jetzt zum Schluss die Einladung morgen zur LinkedIn-Live-Session über den Mittag. Da sprechen wir über die unternehmensübergreifende Initiative oder Peer-Learning-Plattform, die wir gerne ausprobieren möchten. Und wir laden euch ein, da einfach anzuknüpfen an der heutigen Diskussion. Wir teilen auch weiterhin, wir kuratieren alle Inhalte, die wir heute generiert haben, auf der Landingpage vom CLC. Wir freuen uns, wenn ihr euch mit uns vernetzt und wir uns wiedersehen. Vielen, vielen Dank. Ja, wunderbar. Ja, danke schön, Fabienne, danke schön, Christian, danke schön, André und Shaquille. Es war ja echt spannend, euch in so kurzer Form mal zuzuhören, wie die drei Plattformen da so funktionieren. Ich habe so den Eindruck, man müsste jetzt viel tiefer einsteigen, aber ihr habt das ja alles gut vorbereitet, denn auf eurer Homepage von dieser Ergänzungswoche stehen ganz viele Links, die man sich angucken kann, wo man ein bisschen tiefer einsteigen kann in die einzelnen Plattformen. Ja, ich freue mich auf morgen. Wäre schön, wenn ihr alle morgen wieder kommt. Erstmal herzlichen Dank und bis morgen.